But the sun is behind, can you all see? So, hallo wieder wir von Drehweit TV. Jetzt mit einem Doppelinterview. Einmal mit dem Advet, der Sieger vom Elite Club. Und einmal mit André Wiegold. Hallöchen. So, André, fange ich mit dir an. Du hast ja, du kannst ja dann auch, also du bist ja unser Übersetzer dann für Advet. Ja. Wir können das Englische nicht so. Aber alles gut, dafür sind wir ja eine Familie. So, André, wie siehst denn du die abgelaufene oder die jetzt ablaufende Saison? Wie siehst du die Saison für Eurovision-Serie? Alles gepasst oder gibt es Verbesserungen? Weißt du selber. Dann schieß mal los. Okay, also natürlich, ich arbeite für die Euronesca, dementsprechend gibt es natürlich keine Verbesserung. Nein, die Saison 2018 war extrem spannend. Wir hatten ein Rekordteilnehmerfeld von bis zu 30 Autos pro Rennen. Wir hatten sehr, sehr faire und spannende Zweikämpfe, gerade in Franciacorta, Brands Hatch und Hockenheim. Das waren unglaublich tolle Rennen. Das Format in Tour mit der Oval World Challenge fand ich sehr, sehr interessant. Gerade diese Cone Rule, die hat da nochmal einiges an Action reingebracht. Mit den Halbfinalen, mit den Finals müssen wir nochmal schauen, ob man da vielleicht noch die ein oder andere Verbesserung bringt. Aber wie sich das Ganze dann 2019 auch weiter darüber hinaus entwickelt, das werden wir dann sehen. Aber letztendlich ist es so, dass mir das Racing sehr, sehr gut gefallen hat. Und wir sehen ja jetzt, Elite 1, 4 Fahrer, 12 Punkte. Elite 2, 3 Fahrer, 20 Punkte. Mir fällt so einfach keine Meisterschaft ein, die sich so eng gestaltet wie die NASCAR Winners Series in Europa. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal dieser Meisterschaft. Und deswegen bin ich eigentlich mit der Saison 2018 sehr, sehr zufrieden. Jo, und Ausblick erklären auf 2019? Ja, 2019, die Verhandlungen laufen, die Gespräche laufen natürlich für den Kalender. Wir hoffen, dass wir den Kalender in den nächsten 2 bis 3 Wochen veröffentlichen können. Ich kann schon mal so weit was sagen. Es gibt definitiv Überraschungen. Und ich denke, dass mindestens eine Überraschung davon vielen, vielen Fans große Freude bereiten wird. Das kann ich verraten. Was es genau ist, das dauert noch 1, 2, vielleicht 3 Wochen. Da danke erstmal, André. Danke auch erstmal für die ganze Zusammenarbeit über die Saison über. Nächstes Jahr wollen wir natürlich weitermachen. Ich hoffe, wir sind dabei. Hängt nicht alleine von uns ab. Hängt natürlich auch von, wie es euch gefallen hat. Von uns gibt es, glaube ich, keine Einwände. Jetzt kommen wir mal zum Advat. Ja. Yo. So, erstmal danke, dass du dir für das Interview zur Verfügung gestellt hast, Advet. Und congratulations for the first Elite Club. Ja. Jo. Wie schätzt denn du deine Saison 2018 ein? So, you are the Elite Club Champion in 2018. How was your season? Yes, you are. Yes, you are. It was a great race for you. Thank you very much for your racing. How was the season for you when you look back? I think it has been a really, really great season. I didn't race for 3 years. Very, very difficult past 3 years of my life, and I have come back to racing and raced in some of the most amazing circuits in Europe, from Valencia, Franciacorta, Brands Hatch, Hockenheim, and now the iconic Zolder. So it's very lucky to have raced around here in this fantastic NASCAR Wheel and Euro Series Championship, and it's been really great. It's been like a dream return to the sport. All right. So it's, yeah. Just let me translate it for a second. Er sagt, es war eine großartige Saison für ihn, auf Strecken wie dem Hockenheimring, Valencia und Zolder zu fahren, sei sehr, sehr großartig gewesen, weil es halt so legendäre Strecken sind. 3 Jahre lang hat er Rennsport Pause gemacht, jetzt ist er zurück und sofort mit einem Titel die Saison abzuschließen. Das ist natürlich für ihn ein Traum, der wahr geworden ist. So, nächste Frage. Wie sieht es denn für nächstes Jahr aus? Zukunft? 2019, what are your plans? Don't you remember the video? tell it again. Plans are to move up to the Elite 2 category and to do a full season with full budget, with full testing before. So I am prepared 100%. I don't go into the first round not prepared. I want to do multiple days of testing before the season begins, and I want to go win. I don't drive to come 5th, 6th, 7th, 10th, 4th, 6th, 18th. I drive to win, and I want to fight for the championship next year in Elite 2 right away. I believe I can. We've done 2 rounds in Elite 2 this year just as practice. I never really looked at getting a big result, just practice, and I feel like there was potential there. So I'm going to go to fight for it next year. All right. Also, Übersetzung ganz kurz. 2019 wird... Hallo Francesco. Nächste Saison möchte er die komplette Saison mit vollem Budget bei DF1 Racing fahren, bei Dexvet. Und er möchte vor dem ersten Rennen viele, viele Tests absolvieren, um bereit zu sein, sofort in der ersten Saison in der Elite 2
um die Meisterschaft mitfahren zu können. Er möchte nicht um Platz 5, 6, 7 oder 8 fahren. Er fährt, um Rennsport zu betreiben, um Rennsport auch zu gewinnen, in diesen Rennen zu gewinnen, ganz oben zu stehen. Sein Ziel ist die Meisterschaft. You're going for the championship, right? Nothing less. Nothing less. Also nichts anderes als die Meisterschaft. So, da danke ich den Zweien, euch Zweien. Danke, dass wir so viel von euch erfahren haben. André, ich danke dir für die Einladung. Jo, natürlich immer gern. Adwets, yo. And America? Let's see what the future holds. I hope something comes my way and think about it. Indian driver winning Daytona 500. What a great story that would be. Das machen wir sehr, sehr kurz. Wenn ein Inder das Daytona 500 gewinnen würde, irgendwann einmal, das wäre eine große Story. Amerika natürlich auch ein großer Traum für ihn. All the Americans will go crazy. Ich danke euch. Bis zum nächsten Interview. Ciao. Ciao. Ciao.